So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir das Tottenham-Duo Bentancur und Perisic aus. Bentancur kostet, glaube ich, 130.000 Münzen aktuell. Wir haben ihn ein bisschen teurer gekauft, 137.000 Münzen. Hat einen super geilen Link zu Perisic. 5 Sterne Weak Foot, kann lengthy gehen. Hat sehr, sehr geile Dribbelwerte, sehr, sehr geile Verteidigungswerte, eine geile Ausdauer und ist gefühlt 1,87 groß. Wir werden ihn heute austesten und wir haben auch seinen Tottenham-Partner hier am Start. Perisic ist auch fast 1,87 groß. 5 Sterne Weak Foot, beide ungefähr ähnlich, was die Spielerwerte angeht. Und die sollen heute das Mittelfeld dicht halten. Wir werden eine 4-4-2 spielen, die zwei in der Mitte. Und im Sturm haben wir dann Benzema und Touré. Und am Ende gibt es ein Feedback. Wir sind in der Elite Division mit 489 Punkten. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Und wenn du sagst, geht mir auf den Sack, klar, kann ich verstehen. Schön gemacht! Jetzt nur noch reinmachen den Treffer. Übrigens hier Touré auch Gold wert, ne? Schön. Schön, Perisic. Gut so. Oh, schöner Treffer mit dem linken Fuß ins lange Eck. Schön gemacht. Yes. Gut gemacht, gut gemacht. Also Bentancur. Oh, Perisic. Er macht schon sehr, sehr viel Spaß. Oh, das ist einfach schön gespielt, Mann. Wirklich sehr, sehr schön gespielt. Spiel ja, oder zum Beispiel ein Kroos, ne? Oh, gut gemacht. Guter Pass von Bentancur. Ey, Der ist richtig gut. Bentancur, mach mit. Gut so, Junge. Sehr stark. Schön gespielt. Schöner Versuch. Oh, Touré! Oh mein Gott! Schön initiiert von Bentancur. Wir müssen uns hocharbeiten hier. Unter die 500, das geht nicht. Hallo, noch nie gemacht. Noch nie gemacht, mein Lieber. Gut, so Perisic. Oh, schöne Kombination. Bentancur. Zack, machen wir ein bisschen Tempo. Ja, sehr schön. Schau mal. Bentancur! Was machst du? Oh Mann, bitte. Das ist so schön gespielt. Kommt er? Oh, schönes Ding, Benta. Hey, Direktschuss. Gut, Perisic. Da außen ist er. Annahme, Kopf hoch. Wer läuft? Ja. Aber ich persönlich habe keinen Spaß, wenn ich das mache. Jero. Ich hasse das. Dann schießt du wenigstens. Wieso schießt er nicht meinen Torwart an? Wieso geht er rein? Schau mal! Hey! Oh, schön gemacht, oder? Mit dem L1 Heel-to-Heel. Boah, Bentancur! Oh Mann! Ich glaube, ich muss Time-Finish wieder einschalten. Viel Spaß.
Touré, Alter. Das falsch verstanden. Oh, schöner Schuss. Gut, Perisic. Mein Gott. Ah. Schön gekämpft, Perisic. Ihr helft mir wirklich sehr damit. Wirklich. Also. Oh, Elfmeter. Ich weiß nicht, wie viel man braucht, um dabei zu sein. Über 1000. Boah. Gut so, Bentancur. Sehr, sehr gut. Abseits. Oh, der ist durch. Der ist durch. Oh mein Gott, bitte. 100%ige Touré. Geht nicht. Geht nicht. Schöner Pass, Bentancur. Oh, gut. Weiter, 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 weiter. Gut, so Bentancur. Oh. Ab, Bro. Gut, Perisic. Lauf. Und jetzt machst du ihn aber rein, okay? Ja, danke schön. Kommt auch kein Van Dijk hinterher bei Touré. Das ist Wahnsinn. Yes! Schön! So schnell geht's. Schön. Schön, schön mitgelaufen, der liebe Perisic. Also ihr seht, die Kombination aus beiden macht schon sehr, sehr viel Spaß. Offensiv wie defensiv. Weil Bentancur halt Mittel-Mittel hat, sieht man ihn nicht so weit vorne. Perisic arbeitet schon gut mit. Na komm. Wenn die halt ein bisschen spielen am Anfang und dann rausgehen, dann ist der Markt halt auch nicht mehr so aktiv. Ne? Meiner. Stark, oder? Touré stark, oder? Ah, L2-Shot. Na, für das Review-Video lasse ich es mal drin. Wir machen keine L2-Shots. Machen wir nicht. Wir spielen ohne Bugs, Freunde. Machen wir nicht. Bentancur ist sehr, sehr gut. Ich wundere mich ein bisschen über den Preis. Für die Werte. Gut, Bentancur. Oh. Oh, dieser Touré ist so gut. Na, bitte. Bitte, 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 bitte. Ein Tick präziser. Die Server sind, wo du nichts machen kannst. Schau mal hier auch. Total dämlich. Schön gespielt. Boah, das war schön. Hi, das war schön. Oh Mann, ich brauche jetzt mal Gegner mit vielen Punkten. So, Freunde, wir haben jetzt knapp 10 Spiele gemacht. Wenn nicht ein bisschen mehr. Wir können ja mal gucken hier. Wir haben jetzt knapp, lass mich nicht lügen, doch genau 10 Spiele tatsächlich gemacht mit Bentancur und Perisic in der Kombination in der 4-4-2 im Mittelfeld. Und ich muss sagen, beide harmonieren extrem gut. Du hast wirklich das Gefühl von qualitativ guten Spielern für einen relativ überschaubaren Preis. Also die kosten nicht mehr als 200.000. Ich denke, mit einer RTG ohne Trading, selbst da kann man sich das leisten über die Wochen jetzt. Ich muss wirklich sagen, für beide Spiele einen Daumen nach oben. Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Haben verschiedene Qualitäten. Bei Bentancur würde ich sagen, ist er der Passgeber, ist er der Dribbler, ist noch ein bisschen ja, dribbelstärker als Perisic. Und bei Perisic würde ich sagen, das ist wirklich ein kompletter Achter. Also wirklich ein kompletter Sechser. Den könnt ihr da auf ZDM, ZM spielen. Der wird da wirklich arbeiten, der wird da wirklich marschieren. Eine sehr, sehr große Empfehlung geht raus. Und Bentancur hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Also kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, wenn wir dann nach dem Marktcrash uns ein Team bauen, dass ich ihn langfristig auch in meinem Team spiele. Einfach eine coole Karte, 5-ständig Foot und macht seine Sache sehr, sehr gut. Wer hat von beiden mir besser gefallen? Ist eine Frage, die kann ich so eigentlich nicht beantworten, weil sie schon relativ unterschiedlich sind im Spiel. Aber wenn ich mich entscheiden müsste für eine von beiden Karten, würde ich wahrscheinlich mit Perisic gehen. Der war ein bisschen giftiger, hat mir einen Tick besser gefallen. Aber im Idealfall spielt man einfach beide. Wenn ihr Fragen zu den Karten habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein!